Und hallo und herzlich willkommen zum lange versprochenen Let's Play von Mirror's Edge. Auf PC mit PS3-Controller, also quasi eine Kombination aus Konsolenspiel und PC. Na dann, ein neues Spiel, fangen wir an. Schauen wir nochmal schnell bei die Extras nach. Nee, da passt eigentlich alles. Passt, Sound passt auch, Steuerung, na gut, das muss eigentlich passen, Spieleinstellungen, ah, das ist gut, ja, Untertitel brauchen wir, metrisch imperial, na, nehmen wir doch metrisch, wir sind doch in Europa, Fadenkreuz, ein, nur Waffen, klingt gut, Runner Vision, nur ein oder auf Gegner aus, was ist die Runner Vision? Ah, die Runner Vision, das ist das, dass alles rot wird. Verstehe schon. Okay. Na denn. Fangen wir mal an. Einst pulsierte diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität, dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Zeit fürs Training, Faith. Ja, ich weiß, du hast es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieh dir das neue Trainingsgelände an. Schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? Na denn, Mirror's Edge. Ein Ego-Perspektiven-Runner-Spiel. Na denn. Gescheitert, ja. Da haben wir die Taste. Okay, und dann Hocke. Ziele machen wir und Select. Gut, und dann rennen wir mal los. Und alle ab. Wie man sieht. Häng dich dran. So. Und gleich gesprungen. Hi Faith, willkommen zurück. Also das Spiel ist schon sehr alt. Ich weiß noch damals, wie die PS3 relativ neu war. Wird es bei meinem Vater angespielt. Also es dürfte sogar eines von den ersten PS3-Spielen gewesen sein, die ich gespielt habe. Also es ist sehr alt jetzt für uns eigentlich. Aber muss sagen, dafür, dass es eigentlich so alt ist, schaut einfach immer noch phänomenal aus. Kann man sagen, was man will. Jetzt einmal so ungefähr 95% gespielt. Und das war's dann. Ah, RT natürlich. Falsche Taste. Jetzt haben wir die richtige erwischt. RT, Right Trigger. Das ist immer so eine Geschichte, wenn man die Xbox, die hat ja nur einen Trigger. Wir haben zwei. Auf der PS3 könnte man das sogar noch mit einem Move machen. Ah, ja, natürlich. Brauchen wir immer Zeitl, dass wir drauf sind. Okay, das machen wir jetzt aber normal. Also, Anlauf. Schon besser. auf jeden Fall, die hat ja nur einen Trigger. Die Xbox-Controller-Teil. Kiste. Und ja, deswegen ist das immer ein bisschen interessant mit den Sachen. Huch, knapp, aber doch.
finde die am Anfang eigentlich einer von den schwersten Sprünge, die man so machen kann. Weil das ist echt fies, dass man da eben das Schöne, du schwingst durch und dann in dem Moment musst du abspringen. Oh, und das ist fies, ja. Das ist Springen, Drehen, Springen. Du weißt noch, ich habe damals, wo ich das erste Mal gespielt habe, habe ich bei der Aktion Ewigkeiten gebraucht, bis ich es einmal geschafft habe. Okay. Dabei kommt es nur darauf an, dass man das ganz entspannt, einen guten, schön getimed macht, nicht überhasten, nicht zu langsam, immer so zack, zack, zack. Dann ist man schon oben. Ich sagte, in diesem Spiel kommt es viel auf Timing drauf an, aber das passt so. Und das ist eins von den schlimmsten Sachen zum Timen, finde ich. Dass man da richtig trifft, also das ist irgendwie, hat man dafür kein Gefühl. Boah, ich habe halt kein Gefühl. Na dann, jetzt mal die Zipline. Und alle ab. Oh. Boah! Das war knapp. Ja. Los geht's. Abrollen, jawohl. Ja, was denn? Weil wir da nicht ganz hart angesprungen sind, aber okay. Jetzt. Ah, da ist sie ja. Hi, Celeste. Renn. Mark will, dass ich etwas Sparring mit dir mache. Du kennst ihn ja. Bereit? Also los. So, wie war das jetzt? AT. Okay. So. Der Jumpkick ist Kaschmorn. Der ist auch Kaschmorn. Okay, Faith. Lass uns ein bisschen entwaffnen üben. Nur für den Fall. Okay, mit Y entwaffnen wir. Ja, was denn? Dreieck, okay. Y ist Dreieck. Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und dann einzeln im Kampf ausschalten, Faith. Nice. Okay, wenn die Waffe hinten ist, müssen wir greifen. Und erwischt. Oh, der Blick. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Drake hat einen Job für dich, Sir. Meld dich bei ihm. Faith, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Bis später, Faith. Tschüss. Na denn? Spielen. Die Ladebildschirme sind übrigens auch sehr schön, muss ich sagen. So wie die Cinematics. Los geht's. Ja, ja, die Vögel sind total beeindruckt, Faith. Wenn du mit Philosophieren fertig bist, könntest du dich dann auf unsere Arbeit konzentrieren. Vielleicht hält sich für eine Übergabe bereit. Du musst dir die Lieferung bringen. Sie erwartet dich beim Funkturm genau vor dir. Okay. Dann werden wir die Celeste mal nicht warten lassen. Und los. Man merkt eben, wenn man ein bisschen an Speed immer schön brav beibehält, wird das alles bedeutend flüssiger. Scheiben.
Warum sind wir jetzt nicht oben gehalten? Was nicht eingeklickt? Ah, aber da ein Checkpoint gemacht, okay. Es geht. Du nimmst dir hier alle Zeit, Adel, sonst Celeste wird stinksauer. Sieht schon fast beim Funkturm im Gegensatz zu dir. Jetzt beeil dich und bringe den Koffer, sie übernimmt dann den Rest. Oh Mann, da ist aber jemand stinkig. Mann, es ist ja nicht so, als wenn wir da was jetzt entspannt an der Straße entlang gehen oder so. Nein. Dann sind wir schon nochmal im Haus. Der Funk läuft deinetwegen Highfield. Klingt, als einer ein paar Cops zu dir unterwegs. Sie haben einen Tipp von einem Nachrichtenheli. Ja. Und dann hopp. Was haben wir bitte angestellt? Just saying. Callahan liegt in den Umfragen vorne und Monroe und Doyle liefern sich ein hartes Rennen um den 20. Allerdings scheint die Unterstützung zu brauchen, wenn auch noch mal zu machen. Oh, 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 oh. Schnell raus da! Sonst eröffnen wir das Feuer! Ja, jetzt ist vorbei, ja. Der Funk dreht durch, raus da, Faith! Dann raus da! Schauen wir, dass wir da rauskommen. Ich geb dir Zimmer. Falsche Seiten. Bist du da, Sir? Bangs. Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Okay. Faith ist unterwegs, halt dich bereit. Ja. Großer Sprung! Gut geschafft. Das Köfferchen. Das ist übrigens diese Runner Vision. Dass diese Sachen da rot gehighlightet sind. Ah, oh, genau dazwischen reingesprungen. Geht doch. Und was kommt jetzt noch? Klar, ich kann Faith jetzt sehen. Na denn? Oh, Maria hat ihn nochmal sogar erwischt. Okay. Na! Oh! Gerade noch festhalten. Falsche Taste gedrückt da noch. Lauf zu Celeste, es sind noch mehr Kopf im Anmarsch. Ja doch. Beeil dich, die CBS klebt an dir. Und du mir damit. Gute, das ist die CBS, die Central Federal Police? Ich komme klar. Shit, hau ihr ab, los! Was denn? Könnt ihr wirklich abhauen, ja? Da kommt ja noch ein Heli. Du musst von dem Dach runter, Faith, egal wie du, einfach. Daneben. Ungut. Lauf zu Celeste, sind noch mehr Kopf im Anfang. Oh nee. Die ganze Katze da noch? Es war schön, dass wir die Katze noch einmal mit erleben müssen. Stimmt, das war ja ein Nachteil von dem Spiel. Dass du da die ganze Zeit immer, du hast diese bescheuerten Cutscenes drin. Also du musst es einfach immer und immer wieder machen. Das ist irgendwie unnötig. Aber dann geht's. So, das schaffen wir mal. Ja, geschafft. Das ist mal richtig nice, die Einstellung. Und komm auf das blaue Blanket. Entspannter Job, warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Na dann. Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen wir das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Mark. Ich werde, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuch zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um.
Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nie weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Merk. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arland Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey. Merk. Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich. Tja, na denn, Kapitel 2. Bin fast da. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche rauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. Tja, da sind wir. Dann geht's im nächsten Teil weiter. Bis dann. Servus, Leute.